Also wir sind die Auszubildenden vom Europäischen Hof in Heidelberg und wir veranstalten jährlich eine Feier, wo wir Preise von unseren Kunden geschenkt bekommen und das Geld und der Erwerb geht dann an einen guten Zweck. Genau, wir haben dann jedes Jahr eine Tombola und dann kann für einen kleinen Betrag von 2 Euro zum Beispiel ein Los erworben werden und dann können diese Preise, die eben von unseren Lieferanten und Zulieferern eben bereitgestellt werden, erworben werden und gewonnen werden. Und diese Erlös von der Tombola spenden wir jedes Jahr für einen guten Zweck. Und dieses Jahr haben wir uns eben entschieden, dass auch den Tieren mal was Gutes gemacht werden muss. Und sind dann eben hier durch die Frau Schneidewind, die bei uns im Europäischen Hof auch arbeitet, auf dieses Tierheim Tom Tatze in Wiesloch-Waldorf aufmerksam geworden und wollten da gerne dann das Geld hinspenden. Und durch unsere Chefin Frau Dr. von Kretschmann, die legt auch immer noch ein bisschen was dazu und die hat sich auch dieses Jahr sehr großzügig erwiesen und dann noch ein bisschen was dazu getan. Und dadurch können wir dann einen kleinen Betrag dem Tom Tatze Tierheim zukommen lassen. Wir dürfen gerade einmal überreichen. Wir haben einen Gesamtbetrag von 1500 Euro zusammenbekommen und wir hoffen, dass das Geld, wir wissen, dass das Geld gebraucht wird und wir hoffen, dass es den Tieren dadurch ein bisschen besser geht und die Lebensumstände im Tierheim verbessert werden können. Wir freuen uns, in den Bereich zu sein. Also für mich ist es heute ein besonderer Moment natürlich, weil wie gesagt, ich arbeite auch schon seit 10 Jahren im Europäischen Hof und das ausgerechnet an mein Tierheim das Geld geht, das hat mich natürlich absolut gefreut, ganz klar. Und die Auszubildenden machen ihr Fest, richten sie auch immer ganz toll aus, sodass wirklich auch diese Summe immer wieder gut zustande kommt. Wie fühlen Sie sich? Wunderschön, könnte jeden Tag so passieren. Nee, war eine super Aktion und wir haben uns tierisch gefreut, dass wir dieses Jahr dabei sein dürften. Und das Geld wird gut ankommen. Wir haben gerade unser neues Kaninchengehege aufgerüstet. Das heißt, das Geld kommt sehr gut. Ja, ich bin Larissa Weil. Ich mache auch eine Ausbildung im Europäischen Hof. Bin jetzt im 3. Lehrjahr und ja, es gefällt mir sehr gut. Ich war auch mit der Frau Moran im Tombola-Team. Das heißt, wir hatten ja auch Losfeen, die dann eben die Lose an den Mann bringen. Und ja, wir haben die Lieferanten angerufen, dass natürlich auch viel zusammenkommt. Und ja, da habe ich eben bei geholfen. Ich bin die Lina Kieselbach. Ich komme hier aus Bammental in der Nähe von Wiesloch. Arbeite natürlich auch im Europäischen Hof, bin im 2. Lehrjahr. Und bin super glücklich, dass wir jetzt im Moment hier sind. Ich habe auch zum Tombola-Team gehört, haben natürlich die ganzen Lieferanten abgeklappert, gefragt, was könnt ihr uns geben, damit wir schön viel zusammenbekommen, dass natürlich auch unsere Angestellten und Mitarbeiter sich freuen, dass sie was Schönes bekommen und dadurch sind es auch viel, schön viel Geld zusammengekommen und wir konnten das hier überreichen, das freut uns natürlich super. Also ich bin die Alicia Moran, ich bin auch Auszubildende im Europäischen Hof in Heidelberg, im 3. Lehrjahr, zum Sommer dann fertig. Und ich habe die letzten 2 Jahre dieses Tombola-Team quasi geleitet, so ein bisschen die Verantwortung übernommen. Wir haben, wie die anderen schon gesagt haben, unsere Lieferanten angerufen, unsere Kunden und haben dann auch in unserer Freizeit dann die Geschenktüten alle zusammengestellt. Es waren insgesamt dann 150 Geschenktüten und genau, das war sehr schön und freuen uns, dass wir jetzt auch mal was anderes unterstützen können, auch Tiere und vor allem auch eine Kollegin aus unserem Kreis, weil wir sind ein sehr familiäres Hotel und es hat einem unheimlich viel auch bedeutet, wie sie dann auch darauf reagiert hat, als wir gesagt haben, dass wir an ihr Tierheim quasi spenden. Hallo, ich bin der Dennis Liskowskis. Ich bin auch Auszubildender im Europäischen Hof im 2. Lehrjahr und ja, ich bin bei uns der einer von 3 Auszubildenden Sprechern und ja, wir Auszubildende Sprecher, sagen wir, organisieren diese Feier dann jedes Mal und wir bereiten dann eben alles vor. Wir teilen die Teams ein, Tombola-Team, Animationsteam, Dekoration, was alles dazugehört zu einer ordentlichen Feier und das muss dann halt alles von Grund auf wird es dann eben aufgebaut, wie eine ganz normale Veranstaltung in unserem Hotel sonst auch, aber eben für unsere Mitarbeiter und die Kollegen. Und es ist dann natürlich immer eine besondere Herzensangelegenheit, dass die Kollegen es dann auch schön haben. Und deswegen haben wir auch uns da jedes Jahr Mühe gegeben. Und dieses Jahr haben wir dann auch gesagt, durch das super Arbeit von dem Tombola-Team haben wir einen schönen Betrag zusammengekriegt. Und wohin spenden wir das, haben wir uns dann alle zusammengesetzt als Azubis und sind dann einig geworden, dass wir uns das hier an das Tierheim spenden nehmen.
Ja, sie kam mitten in der Arbeitszeit rein und erzählte mir davon. Ich war hin und weg und ich glaube, zum ersten Mal habe ich alle Auszubildenden wirklich gedrückt und geherzt. Ich muss auch einfach sagen, ich bin jetzt im Europäischen Hof seit 10 Jahren und es ist wirklich ein familiärer Betrieb, ein privat geführtes Hotel. Und vom Gedankengang ist das Hotel mit uns im Tierheim wirklich ähnlich. Also wir machen hier unsere Arbeit mit ganz, ganz viel Herzblut, sodass wir einfach auch diesen Standard, diesen hohen Standard halten können. Und der Slogan vom Europäischen Hof ist, wir lieben, was wir tun. Und auch die haben einen hohen Standard. Also es wird der Mensch wertgeschätzt, sowohl hier als auch im Europäischen Hof und die Mitarbeiter. Und man kann sich überall wirklich nur wohlfühlen. Deswegen, es passt einfach komplett. Und ich habe in meinen Jahren, wo ich hier im Tierheim tätig bin, jeder, der mich schon mal gesehen hat bei euch, der weiß, dass meine Arbeit immer vielfältiger geworden ist. Das geht natürlich auch nur mit der Unterstützung vom Arbeitsplatz. Und den habe ich absolut. Jedes soziale Engagement wird in dem Hotel wirklich unterstützt. Ach ja, also eigentlich dürfte es ja nicht schwer sein. Wir lernen es ja alle, sind vom Fach. Es ist einfach, wenn man nur Auszubildende organisiert, ist schwierig, weil es gibt halt keinen wirklichen Verantwortlichen. Jeder macht irgendwie immer das, was er will. Aber das Ergebnis ist dann eigentlich immer ganz schön. Also diese Feier ist unheimlich toll, mit den Kollegen auch mal zu feiern, auch zu trinken, zu tanzen, zu lachen, zu essen. Und das lohnt sich dann. Ich denke, das ist wie irgendwie einen großen Berg besteigen. Es ist, die Aussicht ist dann irgendwie das, was sich dann lohnt. Ganz herzlichen Dank. Das war eine super Aktion. Und wir können das natürlich alles sehr gut begreifen. Kleinigkeit für euch. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Danke. So, vielen Dank. Dankeschön. Da fehlt doch einer, oder? Der kommt nach. Dankeschön. Und eine Tasche nehmen da bitte, der Frau Dr. Kretschmann. Machen wir, sehr gerne. Die kenne ich mir noch, wo sie so groß war. Das sagt irgendwie jeder. Ja, Dankeschön. Da vielen Dank, Herr Rösch. Das war ganz toll. Ihr seid jederzeit herzlich willkommen. Auf eurer Veranstaltung oder so. Wäre toll. Danke. Ja? Dankeschön. Ja, wir werden an Sie denken und wir hoffen, das Geld kommt auch gut bei Ihnen. Also, Sie können es sicher auch gut gebrauchen. Ja. Wunderbar. Außerdem, ihr habt ja jemanden, der an der Quelle sitzt. Richtig, ja, das stimmt. Super, Dankeschön. Ja. Jetzt sind die Zuschauer ganz gespannt, was das für ein schönes Hotel-Restaurant ist. Und ich frage jetzt einfach mal, ich fange jetzt da drüben an und ja, erzählt mal den Zuschauern, was das für ein Hotel ist. Also wir sind ein 5-Sterne-Superior-Hotel im Herzen von Heidelberg gelegen, gleich am Anfang von der Heidelberger Altstadt. Wir sind ein familiengeführtes Hotel, schon in der 4. Generation. Es wurde 1865 gebaut und 100 Jahre später hat es dann Fritz Gabler übernommen. Das ist der Urgroßvater der jetzigen Geschäftsführung, Caroline von Kretschmann. Wir haben 100 Einzel- und Doppelzimmer, 15 Suiten und dann noch 4 Service-Apartments. Genau. Okay, haben wir die Anzahl der Azubis? Azubis sind wir, was war es, 52. Ja. Insgesamt über 150 Mitarbeiter circa. Also wir machen schon einen großen Teil davon aus. Der Service rollstuhlgerecht und so weiter? Der Service bei uns ist rollstuhlgerecht, ja. Man kommt mit dem Rollstuhl bei uns im Hotel überall hin. Das Problem ist nur, dass man manchmal ein paar Umwege laufen muss, beziehungsweise fahren muss. Aber das ist ja eigentlich kein Problem, weil man kommt wirklich überall hin. Wir haben diverse Aufzüge und es ist auch großflächig gebaut und sehr geräumig. Und dadurch, dass es aber früher einen Altbau gab und dann einen Anbau mit dem Seitenflügel und dann wieder einen Anbau mit dem Gartengebäude, ist es halt so, dass man ein bisschen auf den Etagen mit dem Rollstuhl auf die eine Etage fahren muss und dann wieder runter mit dem Fahrstuhl. Aber das ist alles machbar, das ist sehr gut. Und auch unser Restaurant, die Kurfürstenstube, ist auch sehr rollstuhlgerecht auf jeden Fall. Und wir haben auch überhaupt kein Problem damit, jemanden unter zu bekommen an den Tisch. Das ist alles sehr geräumig bei uns. Service, Schwimmbad, Sportmöglichkeiten. Alles gegeben. Wir haben einen Fitnessraum, wir haben einen Spa-Bereich. Wir sind, wie gesagt, schon im Herzen von Heidelberg. Das heißt, man geht aus der Tür raus, kann direkt zum Shoppen gehen oder einen schönen Spaziergang im Park machen. Also es ist alles gegeben. Schwimmbad mit Whirlpool? Natürlich. Genau.
Ja, ansonsten, wie schon gesagt, es ist total familiengerecht. Wir haben natürlich auch Businessleute, die fühlen sich bei uns auch wohl. Man kann super tagen bei uns. Aber die Familie, das wird sehr groß geschrieben bei uns. Also jeder wird mit seinem Namen angesprochen von der Geschäftsleitung. Jeder ist willkommen bei irgendwelchen Problemen. Und wir sind natürlich auch tiergerecht, kindergerecht. Da kann es auch schon mal passieren, dass wenn ein Hund mit anreist, dass die Chefin persönlich noch den Teddy ins Körbchen legt, damit sich natürlich alle wohlfühlen. Ist ja klasse. Okay, die Adresse. Das ist die Friedrich-Ebert-Anlage 1 in 69117 Heidelberg. Das ist die 06221 5150. Okay. Webseite? Das ist europäischerhof.de. Okay. Also www.europäischerhof.de. In Facebook auch vertreten? In Facebook auch immer vertreten. Unsere Chefin postet wirklich unheimlich viel und ist in den Social Networks aktiv, damit man auch jedes Publikum anspricht. Genau. Ja. Vielen herzlichen Dank. Bitte macht weiter so. Ganz toll von euch. Dankeschön. Danke, danke. So, jetzt zeige ich euch noch, wenn ihr euch den Weg schon hierher gemacht habt, zeige ich euch noch unsere Anlage ein bisschen. Hier die Außenanlage, die Hundezwinger. Da gehen wir jetzt einfach mal durch. Das wird laut. Wenn der eine Hund bellt, sagen die anderen sich Bescheid. Ist wie bei Stille Post. Es geht dann so weiter. Ja? So, hier, sie ist neu. Wir haben insgesamt 5 Weimaraner bekommen aus ganz, ganz schlechten Verhältnissen. Tschüss, wir lieben, was wir tun.